Hallo ihr Lieben und willkommen zum sechsten Teil und damit auch zum letzten Teil von meiner Haupt-Bookshelf-Tour von diesem Regal, das ihr hier immer seht. Ja, es folgen jetzt nicht mehr viele, es folgen nur noch ein paar schwarze Bücher, die kleinen Lux-Bücher und noch ein anderes Regalbrett mit kleineren Büchern. Und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video gerne einen Daumen nach oben da lässt und auch gerne einen Kommentar schreibt. Da freue ich mich immer sehr drüber und ich würde sagen, starten wir direkt mal mit den schwarzen Büchern. Ja, jetzt sind wir auch schon an dem letzten Regalbrett angekommen, an dem richtigen hohen Regalbrett. Dann folgen eigentlich nur noch so etwas kleinere. Und ja, hier starten wir auch wieder links. Hier haben wir einmal A Good Girl's Guide to Murder, ein Buch, was ich mega gut fand. Auch eine Art Thriller, ja, ein Jugendthriller, würde ich sagen. Und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich war mega überrascht davon. Und ja, das hatte auch immer zum Beispiel hier so Dialoge halt mit dabei und war deshalb eben einfach sehr abwechslungsreich. Ich wollte gerade schauen, es gab nämlich noch was anderes, genau hier so Chats zum Beispiel auch. Also es war halt einfach nicht nur Text, sondern man hat halt immer so ein bisschen von den Ermittlungen von der Protagonistin mitbekommen. Hier habe ich es. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, war sehr spannend. Und man fiebert einfach so mit bis zum Ende, um zu wissen, wer denn jetzt der Bösewicht ist. Dann habe ich hier die fünf Teile der Magisterium-Reihe. Oder Magisterium? Ja, genau. Die Bücher fand ich auch wirklich alle gut. Hauptcharakter ist ein jüngerer Junge. Und da muss ich hervorheben, dass einfach die Bücher so wunderschön sind. Die Buchschnitte sind eben jeweils die Farbe wie der Titel. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es die nicht mehr im Hardcover gibt. Bin mir aber nicht 100% sicher. Dann haben wir hier Das Licht von 1000 Sternen, ebenfalls ein Buch, das ich total gemocht habe. Und auch das Cover, das kommt hier auch nicht ganz zur Geltung, aber das glitzert so wunderschön. Und ja, ein Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann, behandelt eben auch einfach so ein paar Themen, die man sonst in Büchern nicht allzu oft mitbekommt. Und ja, dann haben wir hier noch Die Hornisse. Das ist, glaube ich, der dritte Teil von einer Reihe. Ich bin mir relativ sicher. Ich habe die ersten beiden aber nicht gelesen. Also die hängen nicht richtig zusammen, aber anscheinend ist es besser, wenn man die anderen beiden auch gelesen hat, um wirklich die ganzen Zusammenhänge und Anspielungen und sowas zu verstehen. Ja, vielleicht ist mir da etwas entgangen beim Lesen, aber das Buch mochte ich trotzdem gerne. Dann haben wir hier die beiden Teile, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ist die Reihe. Also einmal Staub und Flammen und Gold und Schatten. Den ersten Teil mochte ich noch super, super gerne. Es ist, wie gesagt, hier steht es ja auch ein Buch über die Götter. Und ja, ich liebe einfach so Geschichten. Also ich mag das, ich lese das wirklich sehr, sehr gerne. Und der zweite Teil hat sich dann aber etwas gezogen. Vielleicht war ich aber auch einfach nicht richtig in der Stimmung dafür. Kann auch sein. Aber ja, den ersten Teil mochte ich auf jeden Fall super gerne. Dann haben wir hier noch Hunting Angel. Das ist, ich weiß nicht, der erste Teil, glaube ich, von der Reihe von J.S. Wanda. Das ist Dark Romance und ja, kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Wenn man das Genre mag, dann ist das Buch wahrscheinlich gut. Wenn man das Genre nicht so mag, dann eher nicht. Und das letzte Buch hier in dem Regal ist Wrong Number, Right Guy. Das mochte ich auch sehr gerne. Ist ein sehr humorvolles Buch. Wirklich jetzt nicht das tiefgründigste, sondern einfach so eine schön locker leichte Lektüre für zwischendurch. Aber dafür mochte ich es wirklich sehr gerne. Und jetzt rutschen wir eins tiefer zu den kleinen Lux-Büchern. So, hier geht es weiter mit den kleinen Lux-Büchern. Und ich mag das Format tatsächlich sehr gerne, weil die einfach so handlich sind und ja, trotzdem steht genug Text drin. Und das sind eigentlich fast alles irgendwie zusammenhängende Reihen. Hier ganz links haben wir die Maybe This-Reihe. Kann ich ganz kurz einmal einfach zeigen. So sehen die aus. Mochte ich tatsächlich alle sehr gerne. Hier geht es immer um einen Bruder sozusagen und alle spielen auch Eishockey. Und dann geht es hier weiter mit der Firsts-Reihe von Bianca Josivoni. Das sind insgesamt vier. Zeige ich euch einfach mal ein Buch. Und auch die fand ich wirklich alle super, super gut. Kann ich nur empfehlen. Die lassen sich einfach super leicht locker weglesen. Und ja, sind meiner Meinung nach einfach wirklich ein Must-Read für alle New Adult-Fans.
Dann haben wir hier die Losing, Faking und Finding It Reihe von Cora Carmack. Ich weiß nicht, ob sie gerade aktuell überhaupt noch richtig schreibt. Ich weiß nur, dass sie eine Zeit lang irgendwie krank war und dann haben sich die Bücher verzögert oder dann sind die irgendwie nicht rechtzeitig erschienen alle. Aber ja, die Reihe ist wirklich gut, mochte ich sehr, sehr gerne und war auch wirklich eine meiner ersten New Adult Reihen, die ich gelesen habe. Hier Rockstars küsst man nicht, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Habe ich gerade, ehrlich gesagt, auch einfach irgendwie kein Interesse daran. Dann die Everseer-Reihe, da gehört das hier tatsächlich auch noch dazu, obwohl es vom Cover her überhaupt nicht passt. Das ist dann irgendwie der dritte Teil. Ja, mochte ich aber sehr gerne, weiß ich noch. Auf jeden Fall ist aber auch schon wieder lang her. Das sind wirklich so die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Ja, bestimmt vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Herbstzauber in Briar Creek, das habe ich tatsächlich noch vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Genauso wie Weihnachten in Briar Creek, beides sehr, sehr schöne Bücher, wirklich sehr ja, schöne Atmosphäre. Einfach so typisch, so ein bisschen Redwood Love Style, weil es eben einfach so ein kleines Dorf ist, wo sich alle kennen. Und ja, ich mag das immer sehr, sehr gerne in so Büchern. Dann haben wir hier Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Sherry tatsächlich. Wow, das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe. Das mochte ich damals aber ziemlich gerne. Ist aber auch, wie gesagt, schon Ewigkeiten her. Und hier haben wir dann noch Pure Corruption. Ja, das ist der erste Teil. Ich glaube, das sind insgesamt 2. Ich weiß gar nicht, ob der zweite wirklich noch dazu gehört oder ob es dann wieder über andere Charaktere geht. Aber ja, das mochte ich ganz gerne. Das geht hier, glaube ich, auch so um meine Motorradgang. Und hier rechts habe ich noch 2 Bücher stehen. Das habe ich noch nicht gelesen. Das ist The Beast Within. Ich glaube, das ist sogar das auf Englisch. Ja, genau. Die sind ja jetzt gerade auch irgendwie alle im Carlsen Verlag erschienen, diese Bücher. Und das ist eben die englische Ausgabe. Und hier ganz rechts habe ich noch Harry Potter auf Spanisch. So, jetzt geht es hier weiter. Hier haben wir einmal ein Kiss-Lippenstift oder Lip Balm und die Catching Beauty-Reihe. Ebenfalls wieder Dark Romance, die habe ich tatsächlich auch komplett gelesen. Ist auch schon wieder eine Weile her, ist auf jeden Fall spannend und ja, ist aber eben Dark Romance. Das muss man eben einfach wissen, wenn man die Bücher liest, damit man weiß, was einen da erwartet. Dann habe ich hier die ersten 2 Bücher von City of Bones. Habe ich damals die Chance genutzt, als die in einer neuen Auflage oder neu erschienen sind, eben im Goldmann Verlag als Taschenbuch. Und wollte ich dann eben immer weiter mitlesen, sobald der nächste Teil erschienen ist. Ich habe es leider nicht über City of Ashes geschafft. Irgendwie, ich weiß es nicht, catcht mich die Reihe leider auch nicht so komplett. Ich habe auch die Serie geschaut, die fand ich eigentlich ganz gut. Vielleicht ist es bei mir einfach so, wenn ich die Serie oder den Film kenne, dass ich da einfach Schwierigkeiten habe, wirklich nochmal das Buch zu lesen. Ich glaube wirklich, dass die Reihe wirklich gut ist und die wird ja auch von allen oder von vielen wirklich geliebt. Aber irgendwie habe ich da Schwierigkeiten, jetzt so im Nachhinein reinzukommen. Vielleicht habe ich da einfach den passenden Zeitpunkt verpasst. Und dann habe ich hier noch von Sarah Sachs, King of Los Angeles. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Das steht hier eigentlich auch falsch. Und dann kommen wir eigentlich hier schon zu meinen ganzen Weihnachtsbüchern. Und ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu jedem einzelnen Buch sagen, weil die irgendwie alle ähnlich sind. Alle sind eigentlich ganz schön von der Geschichte her, aber keins ist jetzt wirklich ein komplettes Highlight, weil es einfach immer so ein bisschen, ja, es plätschert einfach immer so vor sich hin. Die Stimmung ist halt immer ganz schön, aber es ist jetzt nie ein außergewöhnliches Buch, meiner Meinung nach. Es sind ganz verschiedene dabei von Sarah Morgan, ebenfalls von Sarah Morgan, mochte ich beide ganz gerne. Hollys Weihnachtszauber ist noch nicht gelesen, obwohl sich das auch sehr gut anhört. Das, vielleicht lese ich das dieses Jahr. Dann Winter und Schokolade ist ebenfalls noch nicht gelesen. Hier, das mochte ich tatsächlich auch ganz gerne. Das ist diese Virgin River Reihe. Die wurde jetzt, glaube ich, auch neu auferlegt. Und ja, das ist eben auch so Kleinstadt-Feeling. Das mochte ich ganz gerne.
Winterzauber in Paris, fand ich ganz okay, jetzt auch nicht irgendwie herausragend. Dann Hinter verzauberten Fenstern, das ist tatsächlich ein Highlight und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das lese ich eigentlich jedes Jahr aufs Neue, weil es einfach wie jedes Mal wieder eine neue, schöne Erfahrung ist und man kommt einfach direkt in Weihnachtsstimmung. Es ist wirklich eigentlich ein Kinderbuch, wo die Hauptprotagonistin eben nur einen langweiligen Kalender bekommt mit Bildchen, also ohne Schokolade und sonst was Coolem. Und ja, dann öffnet sie immer diese Türchen und merkt dann mit der Zeit, dass die Personen hinter den Türchen sich bewegen. Und ja, das ist dann so die Geschichte und sie lernt die Person kennen und es ist einfach wirklich, wirklich eine sehr schöne Geschichte und kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich lese es einfach jedes Jahr wieder gerne aufs Neue. Winterzauber in Notting Hill ist eigentlich so wie Winterzauber in Paris. Kein Highlight. Weihnachtszauber wider Willen. Das sind einfach immer so wunderschöne Cover. Ja, aber es haut mich dann irgendwie nie vom Hocker, aber ich probiere es trotzdem jedes Jahr im Dezember wieder mal aufs Neue. Liebe Schnee und andere Desaster, das ist eben wirklich eher dann wieder ein Jugendbuch, würde ich sagen. Fand ich auch ganz okay. Und Winterzauberküsse, da bin ich gar nicht sicher, ob ich das wirklich gelesen habe. Ich glaube nämlich nicht. Das würde ich dann vielleicht auch dieses Jahr noch lesen. Genau, das war eigentlich auch schon das letzte Regalbrett. Ich gehe jetzt hier gerade mal ein Stück zurück. Hier rechts habe ich nur noch so ein bisschen Krusch liegen. Einmal eine Brille. Das ist alles nur Fensterglas, eine Batterie. Dann habe ich hier diese Yoga-Karten, die ich auch mega cool finde. Das sind 50 Stück mit verschiedenen Übungen oder einfach so ein bisschen Inputs oder so. Mag ich sehr, sehr gerne. Und vom Ars Edition Verlag ist dann auch dieses hier, Be Brave, ebenfalls 50 Karten. Und auch die finde ich richtig toll. Die sind einfach wunderschön gestaltet und einfach richtig toll. Wenn man einfach mal so ja, jeden Tag so einen kleinen Input braucht, lohnt sich das wirklich. Man kann die einfach so rausziehen. Und ich kann mal schauen, ob ich das hier mit einer Hand schaffe. So sehen die aus. Und die sind halt auch wirklich qualitativ hochwertig. Also es ist nicht nur so ein lottriges Papier, sondern einfach eine coole Karte. Und ja, ganz viele verschiedene. Und dann haben wir hier noch eine Postkarte, dann noch Karten von dem neuen Buch von Bianca Josimboni, dann ja einfach so Kruscht, wo ich noch nicht weggeräumt habe. Dann habe ich hier mal so einen Buchumschlag gekauft, habe ich aber auch noch nicht benutzt, weil seitdem war leider keine Reise mehr. Zwei Bücher, die ich ebenfalls noch nicht gelesen habe und noch ein anderes Adventsbuch und Staub. Ja, genau. Und jetzt sind wir eigentlich auch mit dem großen Regal durch. Unten sind noch ein paar Sachen, da werde ich jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen. Hier sind halt Reklambücher und sowas. Und hier sind Notizbücher, Tassen, die ganzen Umschläge von Büchern, die ich aktuell lese. Aber ja, das ist jetzt eigentlich nichts mehr Spannendes. So, und das war's auch schon wieder und das war jetzt offiziell der letzte Teil von meinem Hauptregal. Ich hoffe, euch hat die Bookshelf-Tour gefallen. Es wird natürlich noch weitergehen mit meinem Regal da hinten und ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!